Hallo liebe Agrarkommander-Anwender! Dieses Video richtet sich speziell an Einsteiger, die zum ersten Mal mit dem Agrarkommander arbeiten. Ich zeige euch heute, wie ihr euch erstmalig eure Feldstücksliste und die historische Fruchtfolge importieren könnt, als auch wie ihr betriebsspezifische Einstellungen vornehmen könnt. Bevor wir mit der Dokumentation starten, müssen wir natürlich zuerst unsere Schläge anlegen. Wir haben dazu eine Schnittstelle zur eAMA integriert, wodurch ihr eure Feldstücksliste aus dem Mehrfachantrag importieren könnt. Hierzu einfach links oben unter Daten und Datenaustausch Import die Funktion aufrufen. Hier sehen wir auch schon meine Betriebsdaten. Ganz wichtig, die Betriebsnummer muss natürlich mit der von der eAMA übereinstimmen. Bevor ich meinen Mehrfachantrag importiere, muss ich erstmalig eine Datenfreigabe durchführen. Hier ist diese Datenfreigabe beschrieben und dazu einfach in euren eAMA-Account einloggen und im Reiter Kundendaten findet ihr links in der Navigationsleiste die Funktion Datenfreigabeübersicht. Somit seht ihr auch schon sämtliche Firmen, für die ihr eine Datenfreigabe erteilen könnt. An dritter Stelle findet ihr die Agrarkommander GmbH und hier könnt ihr auch die Einwilligung starten. Wie ihr seht, habe ich das schon durchgeführt und kann somit mit dem Import meines Mehrfachantrags weitermachen. Dazu wechsle ich wieder in den Agrarkommander und gebe hier meinen eAMA PIN-Code ein und klicke auf Abholung starten. Hier sehe ich nun ein Vorschaufenster aller Änderungen, die sich gegenüber dem jetzigen Stand im Agrarkommander ergeben. Da dies unser erster Import ist, sind alle Informationen neu. Ich brauche jetzt nichts kontrollieren und kann mit Klick auf Verarbeiten und Speichern die Änderungen bestätigen und somit importiert Agrarkommander diese Daten. Hier kommt noch ein Infofenster, dass das erfolgreich durchgeführt wurde und ich gehe zurück in meinen Anbauplan und möchte mir jetzt anschauen, welche Flächen hier importiert wurden. Hier sehe ich jetzt schon meine Flächen aus dem Mehrfachantrag, zum Beispiel mit der Mehrfachantragsnummer, der Feldstücksbezeichnung, der Schlagbezeichnung, der Schlagnummer, die Feldstücksgröße, als auch die Kultur. Gegebenenfalls werden auch die AMA-Codes importiert. Wer will, kann sich natürlich auch die historische Fruchtfolge in den Agrarkommander importieren. Wie wir hier sehen, ist mit einem Erntejahr natürlich noch keine Fruchtfolge angelegt. In einem ersten Schritt müssen wir dazu zuerst die vergangenen Erntejahre anlegen. Dies kann ich hier in der Ansichtseinstellung. Hier sehe ich meine Betriebe und die dazu angelegten Erntejahre und mit dem Klick auf Neues Erntejahr kann ich hier neue Erntejahre hinzufügen. In dem Fall möchte ich in der Vergangenheit ein Erntejahr anlegen und klicke einfach auf Erntejahrwechsel durchführen. Somit habe ich ein neues Erntejahr angelegt und kann jetzt für dieses Erntejahr wiederum den Mehrfachantrag wie vorher vorgeführt durchführen. Damit der Agrarkommander perfekt auf euren Betrieb zugeschnitten ist, zeige ich euch, wie ihr eure Einstellungen individualisieren könnt. Dazu wechsle ich unter Stammdaten auf Betriebe und Einstellungen. Hier könnt ihr im ersten Reiter Stammdaten eure Betriebsnummer, die Betriebsanschrift, Kontaktdaten, Lage der Betriebsstätte und einige weitere Stammdaten abändern. Diese Daten sind immer betriebsspezifisch und hier links in der Auswahlliste könnt ihr euch den jeweiligen Betrieb auswählen, solltet ihr mehrere Betriebe bewirtschaften. Wenn ihr einen neuen Betrieb anlegen wollt, könnt ihr hier in der Fußzeile mit Klick auf Neuanlage einen neuen Betrieb anlegen. Unter Einstellungen finden wir verschiedenste Funktionen und Anzeigeoptionen, die ihr je Betrieb individualisieren könnt. Wer zum Beispiel keine Tierhaltung benötigt, deaktiviert hier den Schieberegler und somit sieht er wirklich nur, was er im Agrarkommander auch wirklich braucht. Wer beispielsweise eine Beregnung durchführt, kann die dafür erforderliche Funktion hier aktivieren.
Hervorheben möchte ich euch auch die Vertragsanbauten, wer beispielsweise für Resch und Frisch produziert, kann hier die jeweilige Zertifizierung einstellen und der Agrarkommander unterstützt dann bei den Ausdrucken für die Kontrolle auch mit speziell für Resch und Frisch vorgefertigten Protokollen. Ganz wichtig, vorgenommene Änderungen immer mit Speichern abspeichern. Unter Ö-Pool-Maßnahmen kann man seine beantragten Ö-Pool-Maßnahmen einstellen. Das ist ganz wichtig, damit der Agrarkommander weiß, welche Auflagen auf den Betrieb zutreffen und somit kann er euch auch bei der Dokumentation unterstützen, damit ihr bei der Kontrolle alle Auflagen erfüllt. In meinem Fall ist es hier UBB, Zwischenfruchtanbau und Mulchdirektsaat. Ich klicke wieder auf Speichern und habe meine Ö-Pool-Maßnahmen somit hinterlegt. Damit wünsche ich gutes Gelingen. Für alle Fragen stehen wir natürlich gerne an der Hotline oder unter www.agrarkommander.at zur Verfügung.